Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei SimCity 5 und ja, ich habe das Spiel einfach nochmal neu gestartet und diesen kleinen Fehler vom letzten Mal behoben. Daher geht es jetzt hier weiter in diese Region. Es ist auch eine Region, in der man Öl abbauen kann. Luftverschmutzung auf dem Vormarsch. Ja, das wollen wir jetzt gerade nicht wissen. Ich wollte hier jetzt eigentlich die Aufgabe zu Ende führen, aber anscheinend ist das schon gar nicht mehr vonnöten. Einkommensschichten und die Grundstückspreise. Dann hauen wir mal rein hier. Das Ziel hat sich also erledigt, was wir da hatten, aber im Endeffekt wusste ich eh schon, wie man das macht. Werden wir aber auch demnächst drauf zurückkommen und in den anderen Städten ein bisschen anfangen, sowohl Rohstoffe abzubauen, als auch dann, ja, zum Beispiel eine Touristenstadt zu bauen. Ja, wir haben ja hier viel Platz, 16 Städte. Ich denke mal, für jedes Motto ist eine Stadt da, wenn nicht sogar mehr. Wie gesagt, diese Stadt hier wird nicht wirklich, also ein Motto, ja, eine Spezialisierung, kein Motto. Diese Stadt wird nicht wirklich eine Spezialisierung bekommen, sondern einfach so ein bisschen auf Einwohner gehen und ja, ein hohes Bildungsniveau, denke ich mal, widerspiegeln. Möchten Sie etwas über die Blablabla? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Bin ich jetzt gerade nicht so dafür, so. Diese Bugs hier, die habe ich aber auch schon bei anderen Let's Plays gesehen. Die kommen wohl häufiger vor. So, was ist hier los? Ach nee, der Bus ist total überfüllt. Ich melde mich heute auf Arbeit. Heute auf der Arbeit krank. Müssen wir einen zweiten Bus hier anschaffen? Shuttlebusse 3. Durchschnittliche Wartezeit 61 Minuten. Na, das kann ja nicht angehen. Müssen wir dann schon dafür sorgen, dass hier immer so ein paar mehr Busse fahren. 7000, das ist schon ganz schön happig. So, und dann hoffe ich mal, dass die Wartezeit so bei 10 Minuten dann ist. Denn so lange wartet man ja auch normalerweise auf einen Bus. Ne? 10 Minuten, das ist, denke ich mal, human. Gut, haben wir hier irgendwo eine Ruine, die wir abreißen können. Haben wir momentan nicht. Alles klar. So, wie sieht es hier aus? Keine Polizeiwache mit wachsamer Einwohnerzahl nimmt doch die Blablablub. Nehmt auch die Kriminalität zu, bauen Sie eine Polizeiwache, um die Einwohner zufriedenzustellen und die Grundstückpreise zu erhöhen. Was ist das hier? Der Wuturm. Oh, der ist ja übelst teuer. Das heißt, wir können ihn sowieso noch nicht bauen, selbst wenn wir es wollten. So, wir haben ja hier den Maxisman, das heißt, wir können das da so ein bisschen mit abdecken. Und ansonsten bauen wir hier in der Nähe des Industriegebiets mal eine Polizei. Das soll, glaube ich, ganz gut sein. Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar. Was können wir hier eigentlich ausbauen, so schönes? Verbrecher sind ein abergläubisches Volk. Jagen sie ihnen richtig Angst ein. Ja, ich glaube, kein Verbrecher hat Angst vor einem Schild, aber gut. Da ist das Schild. Hier nochmal ein Mast hingesetzt. So, was haben wir hier noch? Gefängniszellen. Spärliche Quartiere für Kriminelle. Setzen wir mal auch gleich ran hier. Und Parkplätze kommen hier auch noch ausgewiesen. Oh, wir haben zu wenig Geld jetzt schon. 10.000 kostet uns das. Patrouillenfrequenz alle 60 Minuten. Das wäre eigentlich schon besser, wenn das häufiger passieren würde. Habe ich bei dem Superhelden von uns auch noch nicht geguckt, mit was die für eine Frequenz haben. Ah, 10.000 ist schon ganz schön happig. Brandschutz in der Stadt. Löschen Sie an einem Tag mehr als 10 Brände. Was? So viel hat es gebrannt bei uns. Das ist ja schon mal nicht so erfreulich, aber dass sie gelöscht worden ist, natürlich ganz gut. So, was haben wir hier Schönes? Wir kommen mit der ganzen Kriminalität in dieser Stadt nicht mehr klar. Vielleicht können Sie einen Streifenwagen, Parkplatz oder sogar eine freie Polizeiwache hinzufügen. Eine freie Polizeiwache? Ja, wir haben das ja schon gemacht eigentlich, hier den Parkplatz zugewiesen. Das ist, denke ich mal, nur so generell zur Info. Verbrechen im Gange. Stellen Sie sicher, dass es zwischen der Polizei und dem Übeltäter keine Verkehrshindernisse gibt, damit der Verbrecher nicht entkommt. Wo ist der Verbrecher? Hier hinten. Es gibt eigentlich keine Verkehrshindernisse. Was ist das hier? Gibt es hier zwei oder wie oder was? Maxisman. Ah, vielleicht eine tolle Sache. Ich dachte das immer. Oh, jetzt haben wir sogar mal den Punkt gesehen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass der hier so ein M drüber hat.
fährt hier mit seinem. Ich dachte, der hätte hier so ein richtig schönes Mobil und fährt hier wie so ein normaler PKW durch den Stau. No, Mann. Ich hatte das irgendwie im Trailer gesehen, dass da irgendwer rumgeflogen ist. Kann aber auch sein, dass es der Gegner war. Das wäre ja richtig fies, wenn er hier mit so einem kleinen Auto lang fährt und der gegnerische Mann dort fliegen kann. Wir wollen mehr Arbeit. Wollen Arbeitnehmer, an die wir liefern können. Ja. Das ist schön für euch. Donut AG. Die Donut AG. Wir haben immer noch nicht genug Leute, also was ist denn hier los? Geht hier nur um die zweiten. Um die zweite Einkommensschicht. Das heißt, wir müssen mal so ein bisschen Überfall im vollen Gange. Wo ist der? Wo ist denn der? Der Überfall. Hier ist eine Ruine, die muss man abreißen. Ja, ich weiß nicht, wo der Überfall ist. Es wird ja nicht wirklich angezeigt. Können wir auch nicht wirklich gucken. Ich wollte ja mal so ein bisschen schauen, wie die Polizisten so bei der Arbeit sind. Aber man sieht es hier nicht. Gut. Gesundheit. Es gibt viele Kranke oder Verletzte. Wenn ich das mal sehe, das ist überhaupt nicht ausgelastet hier. 12 von 35 Versorgte. 10 von 21 pro Tag versorgte kranke Sims. Naja. Gut. Was ist das hier? Ich wollte auch keine Klinik bauen, ich wollte es erweitern. Erweitern wir das doch. Um einen Patientenflügel mehr. Gut, dann noch einen Krankenwagen rangebaut. Ich stört's immer, dass diese ganzen Gebäude dafür abgerissen werden müssen. Ja? Also hier ist ja eigentlich noch genug Platz für ein Haus. Dann kann sich das halt nicht so hoch entwickeln, sage ich mal, aber es ist ja trotzdem Platz dafür. Stört mich immer so ein bisschen, dass es dann abgerissen werden muss. So, was ist hier los? Wir könnten zur Touristenstadt werden, Bürgermeister. Was meinen Sie? Wir brauchen eine Touristenattraktion. Nö, wie gesagt, das machen wir in einer anderen Stadt. Nicht hier. Es ist zwar Geld, was uns dazu durch die Lappen geht, aber es sind nur 1000. Also das ist zu verschmerzen, denke ich. So, was ist hier wieder Phase? Keine Angst, Maxis Man ist immer noch hier. Ich bin mir sicher, dass Dr. Wu noch weitere Tricks auf Lager hat. Keine Angst, Turbo-Tempo. Wäre meine Popularität nur etwas größer, könnte ich meine Entwürfe für den Turbowagen realisieren. Ah, du bist also ein Auto-Upgrade, das ist aber lustig. Mit dem Turbowagen würde ich im Notfall schneller zum Einsatzort gelangen. Dann könnte ich Dr. Wu ein für alle Mal aus dem Weg, ach Quatsch, aus dem Verkehr ziehen. Keine Angst, Turbo-Tempo. Außerdem würde ich damit furchterregend aussehen. Du musst ja nicht furchterregend aussehen als Superheld. So, sorgen Sie dafür, dass Maximus 225 Popularität erhält. Wie will ich das machen? Einfach nur immer auf Patrouille schicken, denke ich mal. Immer nur an die Arbeit gehen. So, ich denke mal, dafür, dass es dann spannend wird, werden wir auch mal den Turm nachher bauen, wenn wir jetzt genug Geld haben. Das Wartezimmer ist dran voll mit Sims, die einen Arzt brauchen. Wir brauchen mehr Patientenzimmer, um alle behandeln zu können. Wir haben noch gerade eins gebaut. Meine Güte. Müssen wir noch eins ranbauen. Und dann bauen wir hier gleich noch eins ran. Und wenn das nicht ausreicht, müssen wir eine neue Klinik bauen. Da hilft nichts. Das hilft alles nichts. Gut. Ich bin in dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Na, das ist doch was. Was haben wir hier Schönes? Fehlt der Müllwagen. Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Blockparty feiern, Mann. Jo, Mann. Wir werfen vielleicht während der Party noch ein bisschen mehr Müll raus. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Dürfen wir nun unsere Party schmeißen oder nicht? Dieser Auftrag will auf jeden Fall Müll erzeugen. Ha. Was heißt das? Wir schicken dann nachher Godzilla los und lassen den Müll auffressen, oder wie? Wäre ja mal ganz okay. Mal bei Katastrophen gucken. Ah, das haben wir noch nicht genehmigt. Verdienen Sie sich den Erfolg, runterkommen Sie alle. Verdienen Sie sich den Erfolg, zu gierig und zu tief gegraben. Verdienen sich den Erfolg, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Das könnte eventuell dieser Dino sein. Können wir mal bei den Erfolgen hier oben gucken. Wo ist er? Erfolge. Geldwürfel, Loch im Geldbeutel, alle für ein. Wo war denn hier, wir sind nicht allein? Müsst ja. Versorgungsnachrichten.
Spezialisierung, Gebiete, Region, Geheim, britisches Stadtset, na gut, das brauchen wir nicht. Ah, hier sind, glaube ich, die Katastrophen. Wo ist denn hier der Godzilla? Gibt's den gar nicht? Ausbruch aus dem Labor. Verdienen Sie sich einen Erfolg, um zu sehen, warum es sich, worum es sich dabei handelt. Meine Güte, habe ich einen Sprachfehler. Verdienen Sie sich den geheimen Erfolg, um zu sehen, worum es sich dabei handelt. Ja, das sind, denke ich mal, hier so Meteoriten. Zu gierig und zu tief gegraben. Verdienen Sie sich den Erfolg, worum es sich dabei handelt. Was kann man denn da unten finden? Ist das irgendwie ein Vulkan oder ein Erdbeben oder was soll da kommen? Heißer Auftrag. Verdienen Sie sich den geheimen Erfolg, um zu sehen, worum es sich. Wir sind nicht allein. Also ich denke mal, das hier wird dann. Aber ich sehe ja trotzdem nicht, was ich dafür tun muss, ne? Wäre ja mal ganz gut zu sehen. Hier liegt überall Müll! Wo denn? Ich sehe nichts, nur bei euch in der Bude. Da kann ich ja jetzt auch nichts gegen tun. So, was ist hier los? Leeren Sie vor Ablauf der Zeit 250 Mülltonnen. Boah, Hammer. Möchten Sie erfahren, wie Sie die Gebäudedichte erhöhen können? Alles klar, möchten Sie erfahren, wie die Gebäudedichte erhöhen können? Wo muss ich draufklicken? Wo muss ich draufklicken? Ich möchte das erfahren, aber du solltest mir das dann auch irgendwann mal verraten, oder? Bringt dann auch was. Wo zeigt dieser Pfeil hin? Nee, ich möchte es nicht erfahren. Gut. Nein. Dann lassen wir das jetzt. Hallo? Da ist sich schon wieder festgefahren hier. Also irgendwas scheint hier so ein bisschen schief zu gehen. Zumindest mit diesen Zielen. Ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob es bei mir nur so ist. Aber das ist jetzt wieder mal suboptimal. Ich kann nichts mehr machen. Ja, wieder mal das Ende der Folge, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde das mal wieder beheben. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Euer Shuto.